Ich habe mega viel hier in meinem Inventar. Bist du immer noch am Abgraben Ja. oder was? Nö, pff, so viel wie du willst. Also mir ist egal. Ich bin hier schon am dein Loch hier am leer machen und ich habe relativ viel Sand jetzt in meinem Inventar. Na gut, jetzt die Schaufel kaputt, das wollte ich noch machen. Und dann wir hier den Shit noch auf gerade. I am looking for freedom. I've been searching for a love. Ich habe hier voll die Kohleader jetzt auch noch gefunden. Die muss ich jetzt gerade mal noch abbauen. Und ich steige die ganze Zeit Level auf. Bin schon Level 4, Bin und gerade du? Level 6 und eben als ich gestorben bin, ein paar Tschüss. Mal war ich noch Level 1. Krass. Ja, so viel zum Thema. Okay, das ist heftig, Alter. Ist heftig, ne? Ist heftig. Jetzt habe ich natürlich keine Torches mit und sehe hier nichts. Ich bin noch was. Ne, das war nur Stein. Okay. Dann wieder raus. Wird schon wieder dunkel. Ja, ich habe auch jetzt auf jeden Fall genug Sand. Ah, ich habe vergessen, mir hier eine Stufe. Okay. Erde, mein Freund. Du hast genug Ja, Erde wo ist das abgebaut. Sand? Sand ist das Weiße. Das bringe ich dir noch bei, mein Freund. Muss hier einprügeln. Nice, Mann, du bist ja echt schon weit. Das ist echt nice, aber du kannst eigentlich jetzt wieder hier rauskommen, weil wir müssen jetzt schlafen gehen. Mach das hier noch kurz zu Ende. Wäre schon Shit eh noch in die Truhen rein. Ich mach mal ein paar Torches schon mal für diesen. Ne, brauche ich ja nicht. So. Home sweet home. Ich habe übrigens so ein halb kaputtes Schwert. Kann man das reparieren? Ein Amboss, glaube ich. Ja. Ja, aber komm mal lieber schlafen, damit bevor die Zombies sich hier wieder, bevor hier wieder zu viele Zombies sind. Ansonsten geht das gleich wieder nicht. Aber wunderbar. Oh. Wir haben Besuch. Dling. Mein Schwert ist kaputt. Wegen der scheiß Fotze. Muss ich mir erstmal ein Ich neues hab noch ein machen. bisschen. Wir brauchen. Ah, wir haben ja genug Eisen. Ich habe hier noch welches gefunden. Wie war das beim Schwert? Ein Stick, ne? Weiß ich habe es nicht gebaut, du hast es eben Ein gebaut. Stick und Keine Ahnung. zwei Eisen, glaube ich. Ja. Sandman, hier kommt der Sandman, also der Dirtman. Oh, aber es war schon eine Selbstkorrektur. Sandmann, lieber Sandmann. Okay, ich wollte hier schon runterbauen, aber ich sehe, das ist eindeutig zu früh. Das wird ein Spaß, mein Freund, da noch runter zu, Das Fundament hier. das da noch runter zu bauen. Ah ja, das wird mega lustig. Das ist halt immer sehr lustig.
Alter, von wo kommt denn hier der Sand? Ups. Ja, meine Rippen tun weh. Wovon denn? Weiß ich auch nicht. Sie tun halt weh. Jetzt, weil du aufgehört hast zu rauchen, bestimmt. Tun die Rippen weh? Das ist unwahrscheinlich. Eine Lunge hat auf einmal wieder so viel Platz, ne? Und dann dehnt die sich weiter aus. Daran könnte es in der Tat liegen. Wie sieht's aus? Wo bist du überhaupt hier? Guck doch mal, wo ich bin. Du siehst noch nicht mal ein Nameplate. Nee. Also ihr seht dein Nameplate. Ich bin da unten in dem Loch, was du eben, wo ich eben auch da war. Ich kann's im Moment nicht sehen. Das heißt, wir müssen das Haus gleich auch von unten nach oben bauen, ne? Das ist ja bewusst. Ich würde am Rand schon mal ungefähr markieren, wo was hinkommt, welche Etage. Mhm. Und dann können wir uns immer noch ein bisschen tiefer bauen, wenn die letzte Etage nicht passt. Was, ja, was ich meine? Aber es sieht schon fett aus, wenn man hier drin steht und das Wasser so auf einer Höhe mit einem ist. Ja. Ja, schon geil. Ups. Ach krass, ich kann also, wenn ich was in der Hand habe, kann ich eine Sache davon auch mit Q wegschmeißen. Ja, genau. Das ist ja immer, wenn du, kennst du das nicht? Das Kotzen, das nennt man einfach Kotzen. Weil wenn du was Grünes in der Hand hast, zum Beispiel Schleimbällchen, und dann mit Q machst, dann sieht es so aus, als ob du die auskotzt. Dagegen ist Häuser bauen in der Sie ja. Weiß ich nicht. Läppsch, ne? Wie IKEA-Fertighäuser. Ja, ist so, ist ja auch so. Ich hab keinen, nämlich jetzt schon wieder keinen Sand mehr. Ja, warte, oh, Alter, Alter, komm mal her. Pass mal auf hier. Nice. Ja, finde ich gut. Ich habe einiges an Sand. Hast du dir noch mal ein paar Schaufeln gebaut? Ne, mach ich das mit der Hand. Warum baust du keine Schaufeln? Weil es Materialverschwendung ist, oder was? Ja, das nicht, aber ich bin einfach gerade zu faul, darüber zu laufen. Ich baue dir gleich mal ein paar.
Ich bin ja wahrscheinlich vor dir fertig, da mache ich dir mal wieder ein bisschen Material. Das wäre nett, vielen Dank. Ah, war schon wieder fast einmal voll. Krass. Wie viel das wieder ist. Du kannst übrigens auch in der Statistik nachgucken, wie viele Steine du schon abgebaut hast. Ja? Ne? Was für eine Statistik? Escape und dann auf Statistik. Ja, da. Distance walked, schon 12 Kilometer. 4 Stunden haben wir schon gespielt. Ja, krass. Items dropped, Damage dealt 2600, Damage taken 497, Mob Kills 60. Und wo stehen die Steine? Ja, Blöcke, musst du unten auf Blöcke drücken. Da, los. Ja, ich habe schon 1246 Steine abgebaut. Nämlich 1261. Nee, 1246 Erde verbaut. Ja, ich habe. Und du hast wie viel abgebaut? 1000. Abgebaut habe ich 1261. Ah nein, ich habe außerdem disconnected, sorry. Verstanden. Also. Nee, da. Das ist das Gute bei Minecraft, es gibt keine Ladebalken, Leute. Was krass ist einfach bei mir, weil ich ja schon auf vor vielen anderen Servern drauf war, steht da hier getötete Kreaturen 467, erlittener Schaden 281, zugefügter Schaden 2796. Sprünge 4235. Geflogene Strecke 199,79 Kilometer. Oder 97 Kilometer. Geklettete Strecke 356 Kilometer. Krass, ich bin schon 199 Kilometer geflogen. Schon wieder dunkel. Ja. Das ist ein bisschen scheiße, dass das so schnell geht. Das kriegt mich ein bisschen an. So, wir müssen wieder zurück. Jo. Krass. Wir sind aber echt schnell eigentlich. Ich hab da hinten habe ich schon fast alles rausgebaut, fast. Hat er denn was Loch rein, was ich hier gemacht habe? Naja, werde ich mir gleich reinziehen.